hatte nach etwas gesucht, was mich zum einen fordert irgendwie und zum anderen aber auch so diese Entspannung fördert. Und als ich die Beschreibung dann gelesen habe, hat mich das irgendwie direkt angesprochen und hatte ich so das Gefühl, dass ich genau diese beiden Aspekte bei Lische finden kann. Lische macht mir halt einfach Spaß, weil ich durch das Laufen auch gerade der Tai Chi-Form finde, dass ich sehr zu meiner eigenen Mitte, zu meiner Ruhe, zu meinem Ruhepunkt finde. Oder auch der Kung-Fu-Teil, der ist fließender, sehr, ästhetisch auch anzusehen. Also es ist wie so eine Art Tanz und so diese fließenden Bewegungen, die gefallen mir gut. Also ich habe es kennenlernen dürfen, ausprobieren dürfen und es hat so eine gewisse Dynamik, die einen einfach mitzieht. Man macht sich frei und weit, also das macht man im Alltag ja auch nicht, man sitzt ja meistens so oder so und dann öffnet man sich wirklich. Nach Lische bin ich irgendwie freier, lockerer und es ist einfach alles warm und, also es klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber es ist wirklich warm und locker, ja. Also für mich ist es die perfekte Mischung. Es ist jetzt keine pure Kampfkunst oder kein pures Yoga auf dem Boden dehnen, sondern man hat Momente der Entspannung, Momente der Anspannung und das aber in einem fließenden, also es ist nicht, auch nicht fest und starr auf einer Matte, sondern es ist Bewegung drin und also diese Vielfältigkeit, die man in diesem Sport von Tai Chi, Qigong, Yoga und Kung Fu, die man so finden kann. Also ich finde, das ist eine sehr gute Übereinkunft von allen vier Arten. Das Ende jeder Übung ist so eine gewisse Grundentspannung. Also man fühlt sich einfach gut hinterher. Also es ist nicht so, dass man ausgelaugt ist dann, man merkt, man hat was gemacht, aber es ist gut. Es erdet gewissermaßen, also ich fühle mich gut, ich fühle mich entspannt und durch diese stärkere Einbeziehung von Yoga und Kung Fu, finde ich, werde ich körperlich weitreichender gefordert. Ist für mich wirklich ein Moment der Entspannung und zwar, wenn ich aus meinem Alltag komme, wo ich doch wirklich viel statisch bin und mich sehr also fest im Körper bin und wenn ich dann Dienstagabends hierher komme, brauche ich erstmal ein bisschen Zeit anzukommen, damit der Kopf auch frei wird. Manchmal gelingt mir das nicht so gut, aber nachdem wir Lische dann 1,5 Stunden gemacht haben, gehe ich immer mit so einem entspannten, offenen, weiten Gefühl raus und das tut gut und es hält ein paar Tage dann auch noch immer an.